Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von American Truck Simulator. Ja, wir fahren heute wieder zu dritt, zumindest will ich das hoffen. Wir starten nochmal einen neuen Versuch. Es klappt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, dieses Spiel hat offenbar was dagegen, wenn man tatsächlich zu dritt fährt. Wir haben in der letzten Folge schon einen eigenen Truck gekauft, den seht ihr hier im Hintergrund. Dann habe ich dem Epi gezeigt, wie das geht und habe festgestellt, diese geilen Lackierungen, die ich ja alle gekauft habe, als Zusatz, also als DLC sozusagen, hätte ich genau da drin kaufen können. Habe ich natürlich nicht gemacht. Wir fahren jetzt erstmal mit dieser Lackierung. Es soll mir egal sein. Ich hoffe, ich finde den Konvoi, weil wir versuchen es mal so, dass der Fabian einen öffnet und wir dann beitreten. Vielleicht fliegt dann keiner von uns raus. Mal sehen. Wir werden es testen. Ist das der Fabian mit dem winkenden Männchen und dem Schloss? Was? Ja. Beitreten. Ah, warte mal. Colorado, Iowa. Ne, Moment. Oregon, Utah, Washington und Wyoming ist auch nicht gefunden. Bei euch oder bei mir? So, wir sind alle drin. Das heißt, Fabian könnte was auswählen. Ich habe hier ein rotes Ausrufezeichen, keine detaillierten Auftragsdaten. Oh, shit. Ich habe ein Häkchen hier drin. Moment, ansehen und den gleichen Job annehmen. Aber du wirst bezahlen müssen für die Dings, für die, sag mal schnell... Kosten 681 für die Schnellreise. Ja, das ist mir scheißegal. Aber du musst trotzdem noch mit dem, sag mal schnell, mit dem... Das war das Paket. Mit dem Trailer hier hinfahren. Also, um das mal kurz zu erklären. Der Fabian, ich darf jetzt nichts Böses sagen, das hat auch einen Grund. Der hat jetzt etwas ausgewählt, was ich als einzige nicht hatte. Nämlich dieses, wie hieß das nochmal? Dieses sowieso Cargo-Paket. Volvo Cargo. Oder Volvo. Also es sind Baumaschinen von Volvo, die wir transportieren. Moment, ich habe da nicht gestanden. Ich habe es nicht gelesen, keine Ahnung. Naja, ist nicht schlimm. Aber wir kriegen ja ein bisschen Geld dafür. Wo muss ich denn jetzt hin? Zum Aufrüsten, Reparieren oder Lackieren Ihres LKWs drücken Sie Eingabe. Will ich aber nicht. Nein. Warte mal, mit 0 kann ich das? Ach, jetzt. Jetzt habe ich meinen Navi. Oh, ich soll schlafen. Wie Feststellbremse. Ich bin rot. Wieso bin ich jetzt rot? Moment, wo ist mein Zettel? Wie kann ich denn aus? Reise wahrscheinlich. Feststellbremse. Ich muss gleich anhalten. Oh, nee. Soll ich schon mal vorfahren und anhalten? Leute, wie mache ich die Bremse raus? Oder bist du auch rot? Leertaste. Nee, ich bin ja hier gestartet. Vielleicht wegen der Schnellreise. Dann fahr schon mal vor, wenn da irgendwas ist. Ich sehe eure Namen aber nicht. Ist das jetzt richtig? Oder seid ihr... Achso, ihr seid an dem Ort, wo wir hin müssen, wahrscheinlich. Alter, ist das geil, wenn du beschleunigen kannst. Na, du musst jetzt erstmal zu uns und das Ding wahrscheinlich anholen. Ja, das habe ich noch nicht. Deswegen habe ich zuerst gedacht, ich soll Eingabe drücken. Oh, jetzt bremst du. Ja, hier vorne ist direkt ein Schlafding. Dann fahr da mal hin, Lars. Ist das direkt nur auf der Strecke auch, oder? Ich sehe es jetzt gar nicht. Ja. Ja, dann fahre ich da hin. Ah ja, Speed nicht. Aber muss Silke wahrscheinlich auch. Guck mal nach deinen Schlafanzeige. Ich muss erstmal gleich gucken dann, ja. Weil die ist ganz blau, das ist glaube ich gut, oder? Nee. Oder schlecht? Muss schlafen. Schlaf wird überbewertet. Ich hau mir ein paar Monster rein, dann geht das schon. Ja, aber komm mal dein Ding abholen nein, auf nein, dem Weg. Du bremst doch nicht so gut. Halt ich sehe euren Namen, ich sehe euren Namen. Hol dein Ding ab. Ich hol mein Ding ab. Sie werden müde, finden Sie eine Parkmöglichkeit. Ja, wo? Ich will. Wo ist denn hier? Ja, einfach ein Stück weiter die Straße lang. Also ein gutes Stück. Gleich California Street. Fahr. Jetzt gleich musst du links abbiegen und da auf der Baden. Junge, ist das jetzt dein Ernst, dass du mir da jetzt reinfahren willst? Erst bleibt ihr stehen. Fahrt gleich aneinander vorbei. Hallo. Du bist da hinten irgendwo. Fährst du jetzt in meine Richtung? Ich darf nicht da abbiegen. Hä? Ich darf da nicht abbiegen. Ach nee, den nächsten muss ich abbiegen. Ja, den nächsten. Hey, Gelblehre, da ist sie. Boah, sie fährt voll über die Spur. Ja, das also, macht man so als Truckfahrer. Das hört sich geil an. Hast du gehört? Das war meine davon.
Ich geh schon mal schlafen, dann kommst du dann an. So, aber was ich so blöd finde, dass der natürlich eine ganz andere Inneneinrichtung hat. Mit der anderen kam ich ein bisschen besser zurecht, muss ich sagen. Auch gerade, weil hier sehe ich den linken Spiegel nicht mehr. Der ist so weit links weg, ich kann jetzt gerade nicht gucken. Ich glaube, da ist Silke. Ja, ja, ich bin hier gerade nach zwei verschiedenen Sachen gucken und will drücken. Moment. Moment, ich kann nicht gleichzeitig fahren und drücken. Da hinten steht. Habe ich nicht eine niedliche Hupe? Namek. Kann man so die Spiegel auch anders einstellen? Diesen Scheiß annimmt. Hallo, ich komm mal eben die Fracht abholen. Du kannst. Wo war denn das? Kann man das innen auf? Ja. Nein, was soll ich? Ich soll Eingabe drücken, ist das jetzt richtig? Der macht mir dann ganz anders. Nein. Du musst den Trailer finden. Ja, meine ich doch, da ist der. Ich wollte gerade sagen, das ist doch totaler Quatsch hier. Kannst du das irgendwie einstellen? Ich weiß gerade. Auf F2 kannst du nochmal extra Spiegel machen, aber irgendwo kannst du. Wo waren das jetzt? F7? Boah, ich mach schon Schlafgeräusche, ich bin müde. F9? Ja, ich fahr auch gerade schlafen. Aber ich fahr auch gerade schlafen. Du sollst aber nicht schlafen fahren, Schatz. Du hast da was verstanden. Nicht falsch verstanden. Ich fahr ins Motel, aber hier ist ein Motel. Aua, aber es ist dran. Irgendwo kannst du das eben einstellen, auch die Sitzhöhe. Nein, ich kann nicht dahin. Scheiße, das ist zu. Also das nenne ich definitiv unsere Chaosrunde. Also wie das jetzt hier schon startet, das ist... Hallo, ist ja, ich kann nicht zum Hotel fahren. Wir haben übrigens diesmal einen wunderschönen... Ich muss einschlagen. Einen wunderschönen Bagger auf dem... Ah, hier. Nee, doch. Nee. Oh, warum ist das so lang? Pause? Alter, zwei? Was ist das für ein Anhänger für so einen kleinen Bagger? Irgendwo konnte man das einstellen. Ich weiß es nicht mehr, wo. So... Wer hupt denn hier? Hallo? Ach, da hinten bist du. Ich muss das mal gucken hier. Komm, fahr. Ich habe nur einen Screenshot gemacht, mehr nicht. So, oh. Warum bist du denn, wenn du reingehst, viel weiter nach rechts? Das ist ja bescheuert. So. Ich bin zu früh reingefahren. Dem Fabian kann ich eine reinfahren, wollte ich gerade sagen. Kannst du das mit dem Reinfahren mal nicht sagen? Oh, warte. Ich muss nicht stoppen, wenn du da drüber gefahren bist, weil dann steht der ja. Dann kann ich ja direkt mitfahren hier. Speed ahead. Na, ich weiß nicht, ob Fabian so schnell ist. Immerhin habe ich jetzt den kraftvollen Motor und er nicht. Hallo. Hallo, Autofahrer. Ich kann jetzt auch beschleunigen. Boah, was sind das für Müll auf mir? Städtische Verbrennungs... Ach nee, das ist Müll hier... Auto. Wie kannst du jetzt nennt schlafen? Sich das jetzt? Verstehe nicht, wie die schlafen. Einfach so abstellen und A drücken. Geht nicht. A drücken geht nicht. Das ist meine Strafe. Ja, der zeigt dir an, du musst ich glaube, du musst da ein bisschen... Warte, wir sind gleich da. Hä? Oh, ich wäre fast reingefahren, weil der nicht richtig bremst hier. Das meine ich, das ist so weit links, da kannst du gar nicht richtig... Ja, irgendwo auf dem Platz zeigt er dir an, dass du dich abstellen kannst und dann schlafen gehen kannst. Ja, ich die. Moment. La Lelu, nur der Mann im Mond. Schau zu, wenn die kleinen Autos hupen. Drum hub auch du. Ja, und ich bin voll am Gehen hier. Guck mal, das wirkt auf jeden Fall. Was ist denn mit dem Idioten da? Wieso fährt der nicht? Weiß nicht. Alter, fahr! Du hast Platz genug! Also. Vitas Power hat nicht so eine Power dahinter, hä? Es blockiert dir mir hier den Weg, oder was? Hast du mich hier? Ja, aber... Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie man... Also, er zeigt mir nicht an. Ich kann, er sagt immer, ich bin müde, ich soll parken, ich parke ja gerade. Alter, Fabian! Mit E, oder? Du hast hier gerade ein Ding mitgenommen. Ja. Ja, wir sind gleich da. Oder jetzt weiß ich, warum ich hinter ihm fahre. Weil ich kann nicht parken. Ich kann nicht hupen und bremsen, ich merke das schon. Ich stehe auf dem Parkplatz hier, aber auf jeden Fall. Keine Ahnung. Dann hast du aber keinen Rastplatz. Da steht American Motel, direkt dran bin ich. Sie werden müde, finden Sie eine Parkmöglichkeit. Ja, ich weiß.
Ja, Motel ist doch aber nicht für die Autos. Fabian, du bist durch Rot gefahren. Bist du denn des Wahnsinns? Keine Ahnung. Dann fahre ich halt wieder zurück. Ich weiß es nicht. Ich werde das der Polizei schicken in Amerika und dann wirst du deinen Führerschein los sein. So. Also ich kann jetzt hier, drücke folgende Taste, Motor abstellen und dann A drücken. Bei mir reagiert er nicht drauf. Keine Ahnung. Fahr mal auf meinen Platz. Vielleicht bist du zu weit weg oder so. Was weiß ich. Ist das hinter diesen rosanen Gebäude, ne? Oder? Ja, bist du jetzt weggefahren da hinten? Ja, warte. Was machst du da? Ja, ich fahr auf die Straße und warte da. Ich fahr doch mal hier vor. Oh, jetzt kann ich! Ich hab mir Kaffee geholt. Ach, ihr seid links! Mann! Also, und ich blink extra nach rechts. Ich hab mir einen Kaffee geholt und bin voll gerescued. Alles gut, okay. Ist ja nicht schlimm, wenn ich mal eben hier quer durchfahre, oder? Ich hab mir noch einen Kaffee geholt, damit ich so richtig fresh bin. Ich muss mal eben umschalten, ja, geht nicht so. Nein, ich fahr doch hier! Spinnst du? Oh, oh, ich sehe doch nicht, dass du da kommst. Warum fährst du rückwärts, wenn du nicht zurückguckst? Du blöd Mann! Ich hab einen Screenshot gemacht, extra für die Polizei. Ich werd dich anzeigen, du. Jetzt fahr da rein, du pinke Tunnel. Ja, ich sag doch extra zu dir, ich park neben dir. Und in dem Moment gibt's hier Vollgas und fährst raus. Ey, Alter, was willst du hier? So. Fahr schon mal tanken. Ich hab meinen Kaffee geholt. Diese Strapazen, ehrlich. Ich warte auf die Rentnerin hier draußen. Ja, diese Strapazen. Reicht das mit dem Kaffee holen? Oder heißt das, dass ich übernachtet? Ja, jetzt guck doch mal, dein Bett ist wieder okay. Achso, stimmt, ja. Jetzt wo du sagst. Ja, komm. Fahr. Achso, nicht nach vorne, sondern zurück, natürlich. Was ist denn jetzt mit der Gameplayer? Was macht die denn da? Ja, ich will nicht gegen andere Autos fahren, so wie du. Der Scheiße, der fährt mir hinten in die Karre rein. Was ist mit dem? Ey. Der kennt aber auch nichts, ne? Der Rote. Jetzt fahr endlich. So. Ja, warte. Aber ich warte hier auf den Fabian. Ich versuche hier gerade. Ich bin ein bisschen vor. Ich fahr jetzt los. Willst du mir jetzt die Karre fahren oder was? Geht das noch? So, warte. Fahr also, Fabian. Muss ich wieder umschalten. Achso. Oh, sie überholt mich hier. Die Alte tut schneller. Ey, du blockierst mich. Hallo. Ja, Fabian blockiert mich auch, der fährt nicht. Nein. Och, ey, mit euch fahre ich nicht mehr, ey. Ich komme nicht mehr hoch. Ja, das ist mir schon klar. Das ist auch gebrechlich. Alter, fährt die Karre mal. Ich denke, ich habe jetzt so viel PS unter der Haube. Was machst du, Fabian? Ja, ich bin Fabian. Nein, nicht zurückfahren, da bin ich! Ja, aber ihr müsst gerade aus. Ja, bleib doch mal stehen, ich muss da erstmal zurück. Jetzt muss geradeaus. Fährt er mir hier voll in die... Ja, ich bin ja wegen ihm hier extra reingefahren. Ja, dann fahr du doch, ich fahr geradeaus. Nee, wir müssen... Ihr müsst geradeaus. Oh, ich hab das nur falsch gesagt. Wenn ich dieses Kulanten fahren, ne? Wenn ich das wirklich durchziehen will hier mit... Aua! Du Arschloch, bist mir voll reingefahren gerade. Wer? Ich nicht. Du! Also, ich bin ja ich hab's schon auf Video, danke. So. Jetzt bist du ganz ruhig. Ey, wenn ich dieses Kolonnenfahren jetzt wirklich machen sollte, ne? Ich habe ja schon gesagt, ich will einen Chaos-Trupp ausstellen. Je mehr Leute, desto besser. Okay, ich glaube, das schon, wird sowas für ein Arsch werden. Ey, wenn wir das zu acht machen, kannst du vergessen. Oh Gott. Und dann fährt Fabian vor. Moment, Leute. Falsche Ausfahrt. Alle setzen zurück. Aber warum? Das ruckelt ganz schön bei mir. Oh, ich auch. Ab 144. Mann, was macht der hier mit deinem Peace-Auto hier? Fahr endlich, ey. Der beschleunigt nicht. Das hasse ich, weißt du? Wir wissen nicht, was eine Beschleunigungsspur ist. Jetzt kommt die Gameplayerin und bringt das Ding mit dabei. Hallo? Oh, ist der geil, der Wagen. Oh, den will ich auch. Ich darf kein Screenshot machen, sonst fahre ich hier raus. Wo fährst du denn hin? Ja, wenn du ein Screenshot machst, bist du auf einmal woanders irgendwie. Das ist total blöd. Dann hält er plötzlich kurz an. Entschuldigung, ich wollte dich rüberfahren, wenn du noch da bist. So. Ich hab dich geblinkt, ich weiß. Ich sehe eure Namen aber nicht mehr. Ich dachte, Fabian fährt vor. Achso, Fabian hat ja keinen PS-starken. Ja.
Nee, Fabian hat ja keinen PS-starken Ecke. Ich war schon mal zum Flughafen. Oder habe ich mich jetzt verlesen? Rio Bravo. The place. I belong. Ey, die britzelt da rum, die Gameplay. West Virginia. Mountain Mama. Die kennt die Schlangenlinie hier die ganze Zeit. Take me home. Country road. King Road. Ich kann nicht mehr singen, das war jetzt wegen West Virginia. Mensch, fahr doch mal nicht so schnell, meine Güte. Ich fahr 65 Meilen, die darf ich hier fahren. Ich auch. Ich auch. Aber ich komm nicht ran. Die Gameplayerin, die muss ich einholen. Die fährt die ganze Zeit hier 120 Meilen. Ja, ich hab mir gedacht, das gibt eh nur Chaos, wenn ihr alle vor mir seid. Deswegen fahr ich jetzt vor. Next Exit steht hier. Phoenix. Ice Cold. Jetzt juckt mir mein kleiner Finger. Wie soll ich denn jetzt hier fahren? Phoenix, Arizona. Ne, da kenne ich kein Lied so. Ich kenne noch, wie heißt das nochmal? Shut up and drive. Rihanna? Ja, ich komme nicht ran, Alter. Ja, wie schnell fährst du denn? Ich war doch nur 65. Ja, du kannst ja nicht rankommen, wenn wir auch 65 fahren. Hier ist ein Blitzer. Fahren. Die Gameplayerin lässt ja nicht mal ein bisschen weniger. Die kann nur voll, die hat nur Bleifuß. Also Bleifuß, mehr geht nicht. Also, ich kann, da hinten ist eine Raststätte. Da kann, nee, da komme ich nicht hin von hier aus. Ich also kann mich hier Bett auch auf den Streifen setzen, dass die alle mir vorbeifahren. Mir ich sehe euch egal. In der Ferne, aber... Ich guck mal, ob ich mich hier irgendwo mal an den Rand setzen kann oder so. Warte mal. Doch nicht hier, bist du bescheuert? Oh, du parkst jetzt hier oder was? Ja, ich park jetzt hier, bis der Fabian kommt. Ja, aber dann stelle ich doch nicht mitten auf die Straße, wenn das einer sieht. Ja, das ist mir doch egal, wir warten jetzt auf den Fabian. Fahr weiter, ich bin da. Fahr weiter, er ist da, er ist da. Willst du mich jetzt verarschen? Ich kann so schnell nicht fahren. Lauf, fahr! Wieso habe ich jetzt so einen Blinker? Nein, alles gut. Aber ihr seid eh schneller als ich. Ich muss nach links. Nein, wir sind nicht schneller, das sieht nur so aus. Ey, wir gehen weg. Ja, dann soll der doch vorfahren. Mann, ey. Alter Pisser, ey. Ich drück dich zusammen. Ruhe da hinten, sonst hupe ich euch an. Einen euch noch. Oh, ich glaube jetzt euch alle. Santa Fe. Jetzt ist die schon wieder am Wegfahren, ey. Boah, ey, ich habe noch nicht mal richtig ich bin auf 50. Ich habe noch nicht mal beschleunigt. Hier könnt ihr Milch holen. Aber meine hat eigentlich mehr PS. Wieso geht der nicht besser ab als da? Oh, Polizei, Achtung. Neben dir. Haben sie weg, die Schweine. Versuch mal. Aber dann hast du Schaden. Ich wir darf das nicht mehr rüber, machen. Ne? Ich muss das selber bezahlen. Hallo, wir müssen die rechte Spur nehmen. Ja, ich glaube, warum ich blinke. Ja, dann blink doch mal. Ich bin doch schon auf der Spur drauf. Coca-Cola, Schleichwerbung. Oh, die setzen sich vor mich. Die bremsen mich bestimmt gleich aus, die Polizei. Ne, die fahren auch hier ab. Ampel ist rot, Leute. Ihr könnt nicht so schnell bremsen. Denkt dran. Hätte ich sagen sollen, bevor ich den Polizisten fast erwischte. Da! Da! Ganz langsam kommt der Harley hinten. Fabian setzt sich laut dem Zeichen hier aufs Auto drauf. Ich glaube, die sind nicht so hundertprozentig. Nächste Ampel ist rot. Ich hoffe, Fabian kommt noch durch grün durch. Ja, ja. Ja, du fährst einfach durch rot, so wie eben. Ne? Ich muss das alles selber bezahlen. Ich darf das nicht machen. Ja, guck mal, der Fabian kommt doch gar nicht mehr mit. Der kann doch nicht beschleunigen mit der komischen Karre da.
Meiner Diese Sebastian Mietkarren sind scheiße. Jetzt sehe ich ihn noch nicht mal mehr. Bin eigentlich direkt hinter euch. Ich sehe dich Wir nicht sind alle mehr. Zusammen, doch? Aber ich so. sehe den Epi, der die ganze Zeit mein Schatten ist. Ich nehme den Windschatten, damit ich nicht so viel Benzin brauche, ja. Ich das selber bezahlen muss. Das glaube ich dir noch aufs Wort. Boah, ich hätte nicht so viel schreien und lachen sollen die ganze Zeit. Ich habe keine Stimme mehr. Hey! Was denn? Sind wir jetzt weg? Nee, das Arschloch ist mir einfach reingefahren. Normalerweise würde ich jetzt Fabian in die Schuhe schieben, aber ich kenne die Schlängelinien. Hallo. Ich bin müde. Ja, das Ding kann aber auch nicht schneller als 65, Alter. Das ist schon krass. Ja, das ist bei LKWs, ist, glaube ich, begrenzt, ne? Obwohl man also hier Pech runter geht auch mehr, aber das ist ja jetzt so leicht bergauf sogar. Ne, wir sind gerade bergunter. Eieieiei. Aber es ist wirklich geil gemacht, so von der Grafik her, von der Umgebung her. Ja, bin was. Es sieht so wunderschön aus, wenn sich im Hintergrund plötzlich die Berge aufbauen. Ja. Was war denn das jetzt für eine Klacke? Ist das bei mir gewesen? On the road again. Ich sag einfach auf Wiedersehen. Ich fahre den Sonnenuntergang entgegen. Ich bin sehr verwegen. Ich krieg die Kurve nicht on the road again. Nein. Das ist typisch Epi on the road again. Aber es ist echt geil, so direkt in deinem Arschzug zu fahren. Ja, hätte ich nicht so geil einen Arsch, würde ich das nicht sagen. Nee, genau. Eine riesige Fabian, wie, Kurve, aber Fabian. Aber du fährst auch 65 Grad, oder? Ich bin bei 65 Anschlag, ja. Ja, wahrscheinlich kann es sein, dass er irgendwie nicht so gut beschleunigt, dass er deshalb dann... Ja, der fährt nicht so schnell an. Das hast du doch schon gemerkt, ja, wo du in die Garage reingefahren bist das erste Mal. Also nachdem du den gekauft hast. Ey, ich fand das ein Unterschied wie Himmel und Hölle. Ich fahre gerade Richtung Hölle mit dem, also... Ja, das sieht schon geil aus. Schon ja. Das jetzt so in 4K, das wäre wohl pervers. Dann, also. Weiß ich nicht, könnte mein Bildschirm ja eh nicht anzeigen, ich habe nur 2K. Nee, ich weiß. Obwohl ich gerne einen 4K-Bildschirm hätte, aber bis ich mir den leisten kann, haben sie wahrscheinlich schon 8K oder... Nee, 8K haben sie, glaube ich, sogar schon, oder wie war das? 8K gibt es schon, aber das hat sich noch nicht so durchgesetzt bis jetzt. Ja, ich habe es noch nie irgendwo angeboten bekommen, aber ich habe manchmal davon gehört. Aber ich muss die Motorsound zwar leiser machen, der brummt mir ein zurecht hier. Meine Güte. Ja, bei mir ist er eigentlich auch noch ziemlich laut, obwohl er auf 60 oder 70 steht, glaube ich. Was ist denn eigentlich das blaue Ding hier in der Mitte? Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Ist das irgendwie so eine Scannung vom LKW oder irgendwas? Was für ein blaues Ding, ich weiß nicht, was du da hast. Ihr müsstet doch auch in der Mitte... Achso, ja doch, das ist der Taxometer. Der Taxometer. Wenn er einen mitnimmt. Ich hab kein blaues Ding. Achso, wenn ich einen mitnehme. Also. Ja, also das ist gut, wenn du kein blaues Ding hast, nicht, Fabian. Ob das eine Kennzeichnung ist, dass das dein Truck ist oder hier ist eine Tankstelle. Ach, das auf der Scheibe. Ach, wir reden von Trucks. Muss jemand tanken, oder? Ich muss nochmal tanken, ich bin ja. Die Hälfte. Ich gehe rein. Doch. Warum gehst du da rein? Ja, damit Fabian ein bisschen aufholen kann und ich wieder meinen Tankdings kriege. Achso, dann gehe ich auch mit rein. Arsch. Hallo? Bist du mir jetzt gerade draufgefahren? Ey, du machst da eine Vollbremsung. Geh rein. Was bist du denn für einer? Fährst du mir hier einfach in die Karre oder was? Oh, ich stehe etwas schräg. Da kommt der Epi. Jetzt müssen wir nochmal gucken wegen Fabian, wo der ist. Achso, der ist direkt hinter uns. Ja, fahr mal vor. Oder wolltest du auch tanken?
Ich tank dann auch gerade. Fabian, aber denk dran. Nein, er fährt wieder so komisch da rein, der. Nein, nein, nicht wieder dazwischen stacken, Fabian. Sei vorsichtig. Hallo, was ist jetzt los? Hallo. Fahr jetzt ein Fabian, nicht rein da hinten. Der Epi hat sich gerade gedacht, vielleicht muss ich nicht bezahlen, wenn ich hier alles umniete. Das Lenken muss ich noch ein bisschen üben. Ja, aber du standst... Oh, oh. Er wollte, glaube ich, den... Ah, er wollte den Mülleimer und den Eingang mitnehmen. Soll ich schon mal weiterfahren? So achso, da willst du in die Mitte. Ja, das kannst du auch. Ja, ich kann außen nicht tanken. Kannst du nicht tanken? Achso, stimmt. Das sind nur die zwei Stellen hier, ne? Ich glaube, die Fahrt wird etwas länger dauern, damit dann auch die Folge... Fahr mal vor. Okay. Ja, ich warte jetzt auf euch, oder? Ja, aber er soll vorfahren, weil er ist halt nicht so schnell wie wir, deswegen... Ja, ich bin... Also mit dem Beschleunigen und so meine ich jetzt. Und wenn ich nicht vor dir fahre, hast du auch keine Ambition, schneller zu fahren. Oh, jetzt ist der hier rechts. Oder? Nee, fahr! Ach so, okay. Willst du dich dazwischen stellen oder soll ich dann als zweites? Du kannst von mir aus auch vor. Fahr du vor, ich fahr hinten. Ja, mir ist das egal, deswegen. Alter, siehst du nicht, dass wir uns hier gerade am Einfädeln sind? Überholt ihr mich hier? Ich habe übrigens schon mal Licht angemacht, kann ich euch auch nur empfehlen. Fabian, was hast du gerade versucht? Ich glaube, Fabian ist doch blau. Er hat zwar eben gesagt, er ist nicht blau, jetzt hat er Lichthupe gegeben. Keine Ahnung. Aber der hat Licht an jetzt. Aber ich glaube, du hast das nur... Ich weiß nicht, ob du es nur einmal angemacht hast. Aber du solltest es auf jeden Fall sehen. Mein Spiel hat schon extra vor Angst gespeichert. Jetzt ist der Lars ganz weit hinten. Wieso gibt der jetzt kein Gas? Ja, irgendwie kann man da nicht mehr aufholen. Also entweder... Ja, weil, keine Ahnung, ich hätte doch eher beschleunigen müssen oder was? Also wir müssen Fabian aber wirklich, ne, vielleicht, ich will ja nicht, dass der einen Führerschein wegkriegt, weißt du, der ist hier so nach links und rechts am Fahren die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob der an der Tankstelle noch ein Bier mitgenommen hat oder so. Na, wie? Ja, so wie du fährst. Oh, mir mal eine Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Ja, richtig ein reingeholt. Bier, oder ich falle um. Kein Kalorien, ich gebe euch Tipps. Boah, nein, nein. Die Game-Wäre ist eine Schlangenlinie. Ja, hör mal, wenn vor dir einer die ganze Zeit zu fährt. Ein Rosinenbrötchen mit Leberwurst. Ja, ja. Ein Rosinenbrötchen mit Leberwurst. Obwohl, ich hätte so Mettbrötchen, das wäre geil, mit Zwiebeln. So richtig ich wollte ja einen Döner essen, aber du wolltest ja keinen. Ja, komm, da haben wir nein, warum bremst du? Ja, weil die da vorne bremsen. Oh, warum bremst ihr? Weil die da vorne bremsen, hat er auch gerade gesagt. Warum bremsen die da vorne? Weiß ich nicht. Ah, was hab ich... Hab ich gerade Lichthupe gegeben? Oh, war das knapp. Alter, jetzt fahr weiter. Alter, kannst du mal nicht so bremsen? Nee, Ampel. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob ich da Lichthupe gegeben habe, keine Ahnung. Ey, ihr blöden Wichser! Ich hab hier Vorfahrtstraße. Ja, Ampel ist schön. Kannst du auch mal sagen, ob die grün oder rot ist? Rot. Warum fährt der? Da müssen wir überhaupt rechts. Weiß ich nicht. Ah! Scheiße. Oh, gerade noch. Obwohl, nee, in Amerika dürfen wir doch immer rechts abbiegen, oder? Das weiß ich nicht. Hallo? Aber das kann ich mir nicht vorstellen, wenn kann rot ich mir nicht ist. Vorstellen. Ja, aber die sind alle jetzt abgebogen. Und keine von euch blinkt, ey. Das ist echt geil. Doch, ich bin am Blinken. Geblinkt. Ich bin immer noch am Blinken. Ich fahr zwar auf der Gegenspur, aber ich bin am Blinken. Immerhin. Wir müssen gleich noch links. Ampel. Warte. Ich bleib mal ein bisschen mittig. Ach, ja. Ist das auch noch eine Spur? Ja, dann bleib ich nicht so mittig. Ja,
Ich fahre gerade durch Gelb. Du musst durch Rot fahren. Der fährt auch noch mit. Boah, ich darf nicht nach hinten gucken. Scheiße. Der Epi ist durch Rot gefahren. Ich habe den nächsten Sünder erwischt. Ist ja gar nicht. Doch, ich bin ja schon durch Rot. Also ich war ja schon auf der Kreuzung, bin links am Einbiegen und ich war noch nicht ganz durch und da war schon Rot. Lila vor allen Dingen. Du Petze. Die ganze Welt wird es sehen. Ey, ohne Licht sieht man ja gar nichts. Zumindest die 20 Leute, die meinem Let's Play folgen. Ey, ihr überholt rechts. Ihr wisst schon, dass das nicht erlaubt ist, ne? Ist mir doch egal, wenn der so lahmarschig da rumfährt. Was für überholen? Ich fahre einfach rechts. Ja, aber der LKW war hier auf der einen Spurseite. Ja, das ist doch sein Problem, Alter. Ich bin Deutscher, es ist Rechtsfahrgebot. So. Ja, du bist hier aber in Amerika. Ist mir egal. Denke ich, wo sind wir denn gerade? ist das noch Amerika? Wo Boah, was ist mit euch? Warum fahrt ihr so langsam jetzt? Ja, er beschleunigt mich, da muss ich ein bisschen runtergehen. Das ist Amerika, ja. Ja, aber du fährst doch auch außerhalb von Amerika teilweise, oder? War das nicht hierbei sogar mit diesen, dass du nach Russland fahren kannst? Oder war das beim Eurotruck? Das war Eurotruck. Irgendwas mit Balkan oder so. Das habe ich mir direkt geholt. Eurotruck. Fabian, bremst doch nicht nur, weil Gegenverkehr kommt. Ja, aber sie vorne bremsen. Nein, wir haben Rot. Ich muss meine Knöllchen selber bezahlen. Du kannst ja mal eben Warnblink... Ich wollte gerade sagen, du kannst ja Warnblink anmachen und da stehen... Wenn ich sag, wird grün, dann fahr aber schon mal an, ja? Weil du brauchst so lange zum Anfahren mit dem. Hahaha. Nein, der braucht wirklich lange. Das ist nicht, um ihn hier zu foppen oder so, sondern diese scheiß Karre, die braucht so lange. Ach so, du meinst, er soll anfahren? Ja, ja, eher, nicht du. Du bist hinter mir, du sollst noch nicht anfahren. Ich fahr jetzt schon an. Sonst fährst du mir immer in die Karre rein. Ich Eieieiei. Die Schilder verwirren mich, die sagen 550 links, 160 links. Ich mal beim Links an, weil ich muss schlafen. Jetzt will er auch noch pennen gehen. Ich bin blau, also bei mir... Hallo? Also ich meine, mein Bett ist blau. Ja. Ja, ich bin mir nicht so sicher, also... Ich weiß nicht, 2 Stunden, das schaffen wir doch noch, oder? Na, bei mir glaube ich kritisch. Ist dein Bett auch blau, dann fahr weiter. Also wenn du schon am Gehen bist, dann halt an, aber... Nein, gehen bin ich auch nicht, also komm, fahr weiter. Die 2 Stunden schaffen wir. Durango. Okay. Ja, nein, wir müssen schlafen. Geh schlafen, das sind Errungenschaften, wenn wir das 20 Mal gemacht haben und so. Oh, geh schlafen in Las Vegas. Das ist eine warum bremst du? Warum hast du jetzt geblinkt und fährst dich da rein? Weil der vor mir am Stehen ist. Hallo, ihr blockiert hier den ganzen Verkehr. Was macht ihr da? Die Hupen die Ampel ist rot. Ey, du darfst nicht singen und aufs Navi gucken. Dann ist der schon wieder am Bremsen hier. Also, boah, Alter. Nee, da können wir gar nicht hin. Aber Schlafen ist da hinten. Nee, ja, nee, wir können hier auch gar nicht hin. Ich dachte, wir können hier, aber da müssen wir gerade ausfahren. Das ist ja die Tanke hier. Wir müssen weiter erstmal. Nee, dann können wir nur schlafen. Sleeping in my car. I will undress you. Sleeping in my car. We keiner kennt den Rest. Staying in the backseat of my heart? Oder was singt jemand? Ich weiß es nicht mehr. Alter, mach die Ampel doch mal auf grün hier. Wir wollen weiter. Wir sind müde. Dann schlafen wir hier ein. Hallo? So, Fabian fährt schon mal an, damit ich nicht auf ihn drauf fahre. Der fährt jetzt gleich um den rum, so wie der hier gerade anfährt. Hier rechts irgendwo sollte das jetzt kommen. Wir kommen wir gar nicht rein, oder was? Nein. Das ist nur für normale.
Autos. Für normale, die normalen Kopf sind, nicht so wie wir. Entschuldigung! Was macht ihr da? Ich hab geguckt, ob mein Video noch läuft. Oh Gott, ich fahr mit euch keinen Konvoi. Ich hab doch nur kurz geguckt, ob mein Video noch läuft und in dem Moment bremst Fabian. Der LKW fährt gerade in deinen LKW rein, hier der eine. Was? Hinter dir. Hallo? Hinter was bist du denn für ein Asozialer hier? Okay, also, liebe Leute, nicht beim LKW fahren, gucken, ob das Ding noch an ist. Ob was? Sag das nochmal, ob das Ding noch drin ist, habe ich verstanden. An ist. Ich wollte wissen, ob die Aufnahme noch läuft. Ich gucke da ja immer zwischendurch mal kurz rüber, damit da keine Probleme sind. Und ich gucke so rüber und in dem Moment bremst der, macht er da eine Vollbremsung. Oh Gott, ey. Wenn die Leute das sehen, denken die, ich fahre also immer wenn so. Wenn wir ja auch gerade kurz Pause haben. Was? Aber es wird jetzt wieder grün. Ja. Jetzt grün, gib Gas. Ja, wolltest jetzt irgendwas trotzdem, super tolles abonniert sagen? Abonniert den Channel und hittet die Glocke und schreibt einen Kommentar. Oder wie geht das? Das sagt und ihr nur, weil ihr ihn alle dabei zusehen sollt, wie der hier so total blau nach links und rechts fährt. Abonniert den Kanal. Jetzt wollte ich gerade schon bremsen. Schreibt in die Kommentare. Ja, Kommentare dürft ihr mir gerne immer schreiben. Also den Kanal abonnieren natürlich auch. Die Glocke klicken wäre jetzt sehr sinnvoll. Du hast doch gelb! Das sah geil aus, scheiße. Ich hab voll auf die Bremse gedrückt. Wieso bremst dieses scheiß Ding nicht? Wie viel Schaden hat das gemacht? Er hatte noch 5 Sekunden gelb, Alter. Wieso bremst der vor dir? Ah, nee, warte mal, bist du das jetzt, oder? Nee. Der da so halb drüber steht. Vor mir hat gebremst. Das sah geil aus. Das bist du, doch, das bist du, du Arsch. Wie ich, hä? Nein, Fabian, ich dachte, der andere wäre jetzt so gefahren. Ja, vor allen Dingen, ich drücke hier voll auf die Bremse und dieses dumme Teil hier bremst. Fahr doch endlich! Fährt nicht! Ja, vielleicht, weil ich. Warte mal, weil ich draufhänge, vielleicht. Jetzt nochmal? Nein, der vor mir fährt nicht. Ja, du sollst ja auch fahren. Nicht der vor dir. Jetzt fahr doch mal! Ja, kann ich nicht, wenn vor mir einer steht. Ja, und wir haben jetzt wieder rot. Toll. Ja, super. Wieso steht vor dir einer? Ey, weil ich einfach gebremst hab bei Gabe. Ey, wieso bremst dieses doofe Ding nicht? Ich hämmer hier auf meine S-Taste drauf und knall wirklich mit Vollgas hinten rauf. Oh Gott, ey, jetzt habe ich schon 2 oder 3 Folgen, die ich die Assis beim Autofahren oder so nennen könnte. Komm, jetzt gib Gas hier. Los. Fahr! Ey, links, der ist schon schneller als ich. Wieso können die mal alle schneller anfahren? Ich will auch einen schnellen LKW. Wobei, der ist schon okay, aber das Anfahren, das dauert halt doch noch ein bisschen länger. Nein, 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 nein. Mann, was ist denn hier los? Warum bremst du schon wieder, ey? Ja, weil die Ampel rot ist. Ja, fahr doch durch. Du zahlst das. Warum sind meine Reifen eigentlich rot? Hallo? Ja, deine Reifen nur weil ich jetzt rot? Einmal draufgefahren bin, das müsste Fabian das? Übrigens auch bezahlen. Ja, dann, nee, ne? Dann musst du reparieren, dann ist dein Auto beschädigt. Ja, aber das müsste Fabian bezahlen. Der ist hier voll in die Eisen gegangen. Das gehört ja wegen dem Idioten vor mir. Und ich habe hier voll auf S gedrückt und das Scheißding hat sich keinen Millimeter bewegt schon, aber hat keinen Millimeter gebremst hier. Wieso ist diese kackweiße Karre jetzt hier vor mir? Hau ab, fahr links rum. Überhol den, der fährt sowieso viel zu langsam. Los, mach dich ab, mach dich los, weg hier. Alter, jetzt fährt die Karre nicht. Willst du mich jetzt verarschen? Auf jeden Fall, willst du mich verarschen? Ich habe gerade wieder eine Vollbremsung gemacht. Ja, wegen diesem blöden Idioten, der zu doof ist, gerade auszufahren. Fabian ist schon kilometerweit weg und der steht hier auf der Straße. Was ist das für ein Affe? Jetzt muss ich hier gleichzeitig fahren und mein Dings hier bewegen. Nein, wieso ist das eine abbiege Spur? Bleib stehen! Wieso kann dieses Blödsinn nicht bremsen? Hier sind hier eindeutig zu viele Ampeln.
Sogar der Epi steht hier komplett schief drauf. Ja, es geht, weil du so spät darüber bist. Ja, aber ich bin Goliath hab ich vor mir. Ich hab's auch nicht gesehen. Ja, aber ich bin doch normal. Ich bin also, David, ich hab den Goliath voll in den Hintern. Also, ne? Mach erstmal deinen Scheibenwischer an. Oh, der fährt sogar. Achso, warum hab ich den Scheibenwischer da an? Alter, fahr wenigstens, du blöder Humpen hier. Ist das nicht der gleiche Idiot, der mich eben überholt hat? Ja, doch, klar. Haben wir jetzt auch. Nee, wir haben grün. Wieso bremst er dann? Ja. Ja, danke, dass ich jetzt nicht vorbeikam. Jetzt muss ich aber rot hier anhalten. Städte fahren ist mega nervig. Ja, vor allen Dingen fahren die wie die Bekloppten teilweise. Fahren sie die hinten auf die Laderampe rauf und so ein Quatsch, weißt du? Nicht aufregen, aber ich habe kein Bett hier drin. Warum habe ich kein Bett in meinem Ding? Weil das ein LKW ist und kein Wohnwagen. Ja, aber die haben ja in den Fernsehern. Nee, die haben diese Kojen oder so, glaube ich. Die Kabinen hinten drin, ja, da kannst du sogar kochen und alles. Da kannst du Doppelbett und. Ja, richtig geile gibt's da. Aber die kannst du erst mit Level 99 wahrscheinlich holen. Ach, hier auch? Ja, ja. Ah. Leute, fahrt doch mal. Hier sind Leute, die haben Kuchen im Ofen. Die müssen schnell wieder zurück. Das hat er anscheinend, das fand er gut. Oder nicht gut, er ist gefahren. Wie fahren die bitte? Die sind so komisch am Zucken vor mir. Ja, wir fahren aus der Stadt raus. Och, es ist schon wieder... Ja, jetzt setzt er sich wieder vor mich. Sag mal, willst du mich verarschen? Polizei ist hier, sonst hätte ich überholt. Ihr seid weg, ja. Ich muss hier warten noch. Ja, ich warte hier gerade. Nee, fahr ruhig. Mach erst mal. Ja, ich fahre ja gerade langsam. Ist das sowieso nur noch 2 Stunden, 10 Minuten. Das ist Hammer. Watch for rocks and wildlife. Achtet auf Steine. Und Leute, die es wild treiben. Nein. Achtet auf die Felsenbeißer, die sich euch in den Weg stellen. Boah, ich sehe hier null, ey. Du siehst sogar mit Licht, siehst du hier nichts. Ich meine, ich fahre jetzt extra langsam, damit du noch einholen kannst, aber aufholen kannst, nicht einholen kannst. Mussten wir das gerade heute machen? Ey, die ganze Zeit, wenn ich hier am Fahren bin, habe ich noch die Star Wars Bilder im Kopf. Fabian ist da hinten, den sehe ich noch, aber dich sehe ich immer noch nicht aufholen. Hier ist ein Bahnübergang, da sind, also so eine Bahnschranke war da zumindest gerade. Wow! Ja, zieh doch einfach mal rüber, du Pisser! Mann, ey, was ist das für ein Wichser-LKW-Fahrer gewesen, ey? Ja, aber die LKW-Fahrer sind teilweise schlimmer als die Autos, ist mir aufgefallen. Ich wollte gerade überholen, dann gebe ich die Straße einspurig und er zieht mal einfach noch rüber, ey. Ja, das hat der LKW bei mir eben auch gemacht. Ich bin voll in die Bremse rein. Ich mache jetzt Bilder vom Wildlife und von den Rocks. Ja, da bist du vor der Forest. Kurve. Wieso habe ich eigentlich meine Scheibenwischer noch? Der Long Long Konvoi. Das hätte ich gerne im Helm mal gesehen hier. Ja, ne? Und das haben sie irgendwie. Das ist halt doof, dass sie die Sachen nicht. Ich sehe auch nur alles schwarz bis auf die Straße gerade. Nee, ein bisschen erkennt man schon. Ja, aber nicht sehr viel. Boah, aber viel also langsamer kann ich nicht fahren hier. Da! Ich sehe das Auto vom Epi. Wir fahren wieder zurück. Also wir fahren nach oben in diese Haarnadelkurve. Eigentlich kann ich auch nicht. Ich hänge jetzt vor diesem scheiß LKW und kann nicht schneller fahren, weil der nicht hier hochkommt und ich kacke hier ab jetzt wegen dem.
Und überholen kann man hier nicht, weil das durchgezogen ist. Und das ist egal, ich hatte noch keinen Gegenverkehr. Hast du da einen überholt, echt? Da in dem wo ich alleine gefahren bin, ja, aber jetzt nicht im Konvoi. Ja, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Nee, ich fahre hier gerade mit 14, damit du mich einholen kannst. Kam bei euch Gegenverkehr? Weil sonst könnte ich den wirklich überholen. Bei mir kam keiner. War bisher auch noch nichts. Also durfte nur, wenn das jetzt nicht plötzlich spawnt, durfte bei dir dann auch nichts kommen. Ich versuche mal so bis 25 zu fahren, damit das nicht so schnell ist. Noch sehe ich ihn, Fabian. Weil er wieder zurückfährt. Der ist angehalten, der hat's verkackt da irgendwie um eine Kurve rum. Nee, ne? Du musst das ätzend, so langsam zu fahren. Oh boah, ich hab hier kein Dings, Alter. Das wird jetzt stressig. Was hast du? Wir sind bald da, aber. Kein Trinken, kein Kaffee, kein Kondom, was brauchst du? Schlafmöglichkeit, ich bin komplett am Arsch. Ja, ich bin nur blau, also noch nicht. Bin ich hier die einzig normale im Team, oder? Aber bei dir. Ja, da kommst du, warte mal, jetzt muss ich jetzt wieder ein bisschen Gas geben. Jetzt bin ich aber gerade bergauf, jetzt kann ich kein Gas geben. Ja, das Polizeiauto ist schon hinter mir am Hupen. Ich will zurück nach Westerland. Das ist aber eine ziemlich lange Strecke von hier aus, würde ich sagen. Ich sehe wieder alle drei Namen und ich fahre jetzt gerade wie eine gehängte Sau selber. Warte mal. Ich darf nicht aufs Navi gucken und gleichzeitig fahren, das ist schrecklich. Ich finde das ja beim normalen Autofahren zu Ende ist es schon schlecht. Wann werde ich sie wiedersehen? Oh, ich hab solche Sehnsucht. Ich verliere den Verstand. Ich will wieder an die Nordsee. Es ist aber auch eine Strecke, Alter. Alter, geh doch in die Kurve! Willst du mich verarschen? Ich bin zurück. Ah, da oben bist du. Westerland. Ich mache so einen kleinen Avatar rein, während du singst. Der singt dann auch. Du Ray. Ja, die Kurve ist scheiße da oben, Schatz. Aber das habe ich dir extra schon im Voraus gesagt. Ja, du hast ja schon alles umgemeldet. Aber hier ist Schnee, oder? Ist das Schnee? Nee. Hä? Nee. War das gerade Fabian da unten? Oh, ich sehe nichts. Wo geht dieser... Hallo? Wo geht dieses Licht hin? Ich sehe hier nichts von der Straße. Jetzt. Ey, das ist eine geile Strecke, aber die wäre echt geil gewesen, mal wie im Helm. Ja, tagsüber wäre die bestimmt cool. So ist die absolut scheiße zu fahren. Bei der wird nur 25 fahren, Alter. Ja, ich habe andauernd rot. Bei mir ist immer rot jetzt hier. Bei The Crew donner ich auch immer da durch. Also. Ach, das ist gar nicht Fabian, das ist dieser Saftsack hier vor mir. Ich würde ja jetzt hupen, aber dann komme ich wieder vor der Fahrbahn ab. Hat der mich jetzt angehupt? Willst du mich verarschen? Nee, das ist Fabian, glaube ich. Das war hinten, oder? Wenn ich das richtig gehört habe. Boah, ich habe die ganze Zeit die Polizei vor mir. Wenn ich die wegkicken würde, meinst du, das wäre schlecht? Ja, dann hättest du einen Schaden. Ja, mein Bett ist rot, Alter. Ich glaube, ich sterbe gleich. Dann halt doch mal an eben und mach mal eine Pause. Harley Zombie. Geht doch nicht. Kannst du den Motor nicht abstellen und eine Pause machen? Ich muss ja an so einen Rastplatz. Also wundert euch nicht, es ist nicht euer Bildschirm. Hier ist wirklich alles schwarz gerade. Da steht also einfach mal mit seinem Auto, Alter, im Wald. Alles cool. Ey, wie viele Schlangenlinien sind hier eigentlich noch? Ich bin ja gerade am Poppen. Das kann ich nicht. Ja. Wer hat sich denn diese Strecke ausgesucht, Fabians dass wir hier einen Bagger hinliefern müssen, ey? Sie werden müde, ja, ich weiß, aber hier ist nichts. Oder ich probiere mal, ob ich wirklich einer schlafen kann. Warte mal. Nee, kannst du nicht, kannst nur in Raststätten. Kriegst du aber auch Errungenschaften für. Nee.
Ich bin an dem mit dem Jeep vorbeigekommen und sehe die Gameplayerin vor mir, die Zickzacklinie. Zu, wenn die kleinen Fabians schlafen, drum schlaf auch du. Lali. Was? Ach so. Oh, ich wollte gerade sagen, hier steht ein Schild mit Episode. Ist das dein Name, der da stand? Alter, fahr doch mal! Ja, die Polizei fährt auch nicht, ey. Das ist so ätzend hier. Ja gut, wir fahren 27. Das ist zu schnell halt, ne? Motor-Fehlfunktion, was? Was? Motor-Fehlfunktion? Ich hab eine Motor-Fehlfunktion. Du hast echt alles an dem Ding schon gehabt, jetzt hier ernst. Musst du es jetzt anhalten oder was? Oder? Nee, jetzt können wir nur mal fahren. Ich hab den Idioten jetzt überholt, ich bin hinter dir. Aber da, jetzt ist der Lars noch nicht da. Ja, weil die Polizei vor mir ist. Ja, überhol die einfach. Ja, toll, dann werd ich mal verhaftet in der, ne? Ach, du bist doch nur 70 durchgefahren. Die fährt 25 konstant, die darfst ja nicht schneller als 25 fahren. Echt? Bei mir sind die immer viel schneller gefahren. Nö. Aber Fabian, was machst du? Warum bremst du? Ja, man darf hier nur 25 fahren. Ja, ist mir doch egal. Bremst dich einfach. Ja, hallo, du musst dich da ein bisschen an die Verkehrsregeln noch halten, ne? Sonst können wir mit dir in Amerika nichts anfangen. Du musst dann nur Strafmandate zahlen irgendwie. Ich stell das doch aus. Das ist das Einzige, was ich ausgestellt habe. Ja, das kannst du in Amerika aber im Reellen nicht ausstellen. Ja, aber weil mir das so auf den Sack gegangen ist, weil ich fahre ja überall zu schnell. Ich bin doch Madame Bleifuß. Ja, das stimmt. Ich fahre sicher, also bis auf meinen LKW. Mhm. Aber zu schnell. Also zu schnell nicht, aber halt schnell. Hier stehen schon wieder Leute. Die sind alle am Pennen und der arme Fabian darf nicht. Was ist das denn? Hier ist eine Videokamera. Werden wir jetzt gefilmt? Hallo, hier ist die Gameplayerin. Huhu! Ich glaube, ich bin ein bisschen nah am Mikrofon, oder? Oh, jetzt brennt. Alter, echt jetzt. Kannst du das aber mal sein lassen? Aber mir ist noch kein Auto entgegengekommen. Das wäre schon mal viel wert, ne? Warte mal. Ist nicht so eine Videosequenz? Heißt das nicht normalerweise, dass wir hier. Hier ist ein Foto. Wie kann man das aber machen? Nein, Foto dunkeln. Nicht, die Videosequenz musst du machen. Ja, aber wie geht das? Ja, da sind wir. Da musst du erstmal zu uns kommen. Ja, aber hier ist doch ein Foto. Ich ja, ein Foto das mit. Sind die Blitzer. Glaube ich. Im Dunkeln ein bisschen kontraproduktiv, sag ich, wie es ist. Habe ich jetzt noch Platz? Kann ich weiterfahren? Ich habe keine Ahnung. Es kracht noch einen Meter, Fabian. Ja, wo macht ihr das jetzt? Macht ihr ja, hier wo diese riesige grüne Kamera ist, wo du nicht bist. Ja, ich bin doch bei euch. Aber im Dunkeln ist es jetzt wahrscheinlich echt kontraproduktiv. Nein, du musst noch ein Stück weiter. Ja, er ist sehr kontraproduktiv, schade. Aber man sieht mal, wie es ist, immerhin. Also ich schlafe hier erstmal und man warte sieht bis jetzt morgen. Hier die Nacht, wo. Also. Die Stadt, wo du nichts siehst, kannst außer ein Bäumchen. Ja. Und bis es hell wird, warte. Jetzt hast du hier alles schwarzes Bild. Ich glaube, unten sind zwei Autos oder so. Also viel sehen kann ich nicht, sagen wir es mal so. Sehr, sehr schade. Haben sie auch richtig gemacht. Ja, warte mal noch ein bisschen. Es ist gleich Tag wieder. Ey, jetzt weißt du, wann wir dann hier die Fracht abgeliefert haben? Wenn ich jetzt hier auch noch warte? Du sollst weiterfahren, ich möchte das jetzt sehen. Kann ich nicht, mir wird gerade ein Video abgespielt. Ich sehe schwarze Flecken und ein paar Sterne. Schwarze Flecken mit dunklen Bäumen und ein paar Sterne. Und ich glaube eine Straße. Ach, sehr schön. Ich kann wieder. Wieso hupt der, wenn ich den Motor anmache? Ach so, och, weil du das bist. Bist du doof? Endlich ist die Gameplayerin weg. Warum stehen die hier vom Gegenverkehr alle? Hä? Du bist abbiegen, nicht geradeaus fahren. Wir sind doch gar nicht da, wo du bist. Weiß ich ja nicht, keine Ahnung. Ja, du bist ja einfach weitergefahren. Oh, es ist ein bisschen heller bei mir. Ja, ich sehe. Oh, das sieht schön aus. Dann lauter Lichter, eine Stadt.
Und ein Video. Und ein Video? Und Autos und LKW. Mir ist alles dunkel. Du hast okay, gleich schwarze Flecken drin. Da ist ein weißes Auto irgendwie an so einem. Oh, das ist ja eine geile. Der Wasserfall ist geil. Ne? Ich kann nur sehen. Ja, den kann ich sehen, genau. Und da drum herum war alles schwarz. Ja. Ach, der ist hier rechts reingefahren. Oh, Fabian, du Trottel. Wieso? Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Warte mal, muss ich hier jetzt reinfahren? Ich muss hier reinfahren, ne? Oh, das ist aber scheiße gemacht. Ach, da kommt der Fabian. Ja. Ja, warte. Ist hinter mir einer? Mega behindert gemacht, Alter. Hast du die Filmsequenz übersprungen? Okay, er kam nicht rein. Hallo. Oder hast du die komplett angeguckt? Ja, komplett angeguckt. Och, leck mich doch! Ja, sie werden müde, fick dich. Ja, das merkt man an deinem Fahrstil. Obwohl eigentlich der Fahrstil. Was ist das hier für eine dumme Straße, Alter? Oh, ich sehe nichts mehr. Moment. Hey, das ist doch keine Straße mehr hier. Alter, willst du mich verarschen? So eine Straße bin ich zuletzt mit meinem Auto gefahren. Danach haben die Reifen richtig gestunken. Was denn jetzt? Ach, dumme Scheiße hier. Kommst du weiter? Nee. Scharf links, Schatz. Hä, was ist das für ein Weg? Ja, frag mich nicht. Kommst du so weiter? Kann ich fahren? Nee, fahr da. Ich weiß ja nicht, was du da gerade machst. Ja, ich auch nicht. Der lenkt nicht mehr richtig. Mein Wagen ist komplett am Arsch. Ja, du hast ja auch ein Motorproblem, hast du gesagt. Ich weiß ja nicht, was... Oh, jetzt werde ich auch noch müde oder was? Och, warte mal. Ach so, doch, ich bin ganz blau. Ich hätte weniger trinken sollen heute. Scheiße, ich hab's doch. Jetzt gewusst. Fahr doch mal weiter, Mann. Kann ich ja. Ey, ich nehme ja kein Gas mehr an. Was ist denn das? Mann, das ist eine Schotter-Ding. Das ist doch logisch, dass er kein Gas annimmt, richtig. Weil er durchdreht. Uphill has right on the way. Was auch immer das heißen mag. Ich muss da immer an diesen Kannibalen-Film denken. Jawohl, Verstoß gegen Ruhezeiten, $80. Ja, yeah, das hat sich gelohnt. Hä? Ja, aber $80 geht ja noch. Ach so, weil du so lange müde bist, oder was? Ja, aber du bist ja vor uns. Du bist ja doch hier. Motorfehlfunktion! Schon wieder? Wie hast du das gemacht jetzt mit dem hier hinkommen überhaupt? Ich dachte, du wärst verkehrt gefahren. Ja, ist irgendwie zurück. Nee, zurückgefahren ist er nicht. Du bist erst gewendet, oder was? Weil du kamst mir von vorne. Ich hab gewendet, ja. Mal eben auf der Autobahn. Hätte ich noch mal zwei Stunden fahren müssen. Hey, Billy! Hillbillys Haus! Wo ist der Lars denn jetzt schon wieder? Der ist gar nicht mehr da. Ja, ich war ach, hier am Arsch der Welt ist das, wo wir hinliefern sollen. Ach du Scheiße. Mann, das sind Baumaschinen. Ist doch logisch, dass wir die irgendwo hinbringen müssen. Boah, ich kann kein Gas mehr geben. Eieieiei. Aber ich bin so ein bisschen froh, dass es jetzt gleich zu Ende ist, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott. Das ist die Nachtfahrt, die ist echt Terrorfahrt hier. Aber sie hat funktioniert, also liegt es doch an dir. Ja, aber das verstehe ich nicht. Oder kam also er, obwohl er kam ja rein, also es kann nicht daran liegen, dass er irgendwas nicht hatte. Ich denke mal, es liegt an deinem Passwort, was du vergeben hast. Das ja, bestimmt. Da hätte ich mich auch geweigert. Fragil steht hier. Ihr seid fragil. Was passiert eigentlich, wenn man... hier den Abhang runterfährt mit dem Truck. Ist das dann geil? Oder? Ich denke mal, dann hast du einen Vollschaden. Also nicht nur im Kopf, sondern dann auch am Auto. Och, ich bin müde. Oh. Scheiße, ich bin rot. Ja, ich bin auch schon... Oh, jetzt bin ich auch rot, ja. Oh, er hat gegähnt. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich hatte eigentlich immer jetzt eine Frau. Mal, warum hat Fabian jetzt hier gegähnt an? Oder ich? Warum hältst du jetzt an? Ich bin am Vollgas geben. Der fährt aber nicht schneller. Jetzt hat er wieder ein bisschen... Und nochmal Verstoß gegen Ruhezeiten, jawohl. Na, Miek.
Ja, aber hier war ja wirklich nicht auf ein einziges drauf. Hä? Ich komme ja. Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich komme hier nicht durch. Ja, danke, dass ich jetzt komplett. Pass auf, die Schranke kann eventuell runtergehen vor dir. Bei mir war die unten. Ich konnte nicht weiterfahren. Aber das sieht ja mal geil aus hier. Da oben sind die Bauarbeiter. Hi, wir sind da. Wir bringen euch die Maschinen. Ihr könnt weiter baggern. Ich will auch mal baggern. Ich will auch baggern. Ja, da musst du den Landschaftssimulator mit mir machen. Da kannst du mit dem Baggerholz auch mal. Guck mal hier links. Oh, was ist bei mir jetzt? Sie werden müde. Oh, tatsächlich? Ernsthaft? Verarsche? Abzug für Schäden. Aber ich habe nur Abzug für Schäden bekommen, nicht für. So, wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich da, wo du auch stehst, oder? Alter, wie soll ich denn da die Kurve kriegen? Wie viel Geld habe ich denn jetzt? Wo sehe ich das? Hä, wo sehe ich denn mein Geld? Ach, ich habe dich jetzt gerade gehört. Ich dachte gerade schon. Kann ich hier wiegen oder so? Nee, ja, ne? Das ist Kreditlinie auf 500.000. Ah, da, 17.000 habe ich jetzt. Na komm, 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 komm. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, sieht gut aus. Noch was, noch was. Ich will nicht, dass ich müde werde mitkriegen. Ich will. Er ist nicht ganz perfekt eingeparkt, aber es ist okay. Ist okay, Sammler von Unternehmen. Goldrausch habe ich einmal. Was ist denn das? 848 Euro haben die mir für Schäden. Nur weil ich da einmal im Vollgas, weil diese blöde Karre nicht gebremst hat, beim Fabian drauf bin. Ja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir dann hier erstmal einen schnellen Cut machen, weil wir sind jetzt etwas über eine Stunde, habe ich, glaube ich, die Aufnahme. Mal gucken, ob ich das ein bisschen zurechtschneiden kann, weil es anfangs noch ein bisschen Probleme gab mit dem Reinkommen und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, ich beende hier die Folge einmal. Mein Puls muss sich erstmal wieder ein bisschen, ja, regulieren. Und ich hoffe, in der nächsten Multiplayer-Folge wird es nicht mehr ganz so chaotisch. Und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.